Ich bin Dora Hayen und kandidiere für Die Linke in Hamburg. Hamburg ist eine reiche, wunderbare Stadt. Dennoch ist sie sozial tief gespalten. Viele Bürgerinnen und Bürger sind arm und haben zu wenig für ein Leben in Würde. Für teure Prestigeobjekte wie die Hafen City und die Elbphilharmonie und das Missmanagement in der HSH Nordbank wurden die Steuergelder mit vollen Händen ausgegeben. Die Linke hat in den letzten Jahren Druck gemacht. Wir haben Proteste unterstützt und zahlreiche Initiativen für soziale Gerechtigkeit gestartet. Für ein Sozialticket, für gebührenfreie Bildung, für sozialen Wohnungsbau, für eine Bürgerversicherung und für gute, bezahlbare Pflege. Unser Anliegen ist auch die Gleichberechtigung aller Migrantinnen und Migranten. Wir sind gegen Abschiebung und wir sind dafür, dass alle Jugendlichen einen Ausbildungsplatz erhalten. Jeder muss von seiner Arbeit leben können, auch in Hamburg. Es muss Schluss sein mit prekärer Beschäftigung und es muss Schluss sein mit Niedriglöhnen. Am 20. Februar wird gewählt. Mischen Sie sich ein. Gehen Sie wählen. Wählen Sie die Linke für ein soziales Hamburg.